Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Raum und Zeit Studio Talk. Heute geht es um eins der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft, um die Energie und vor allem um einen riesigen Energieirrtum. Ich habe ein kleines Zitat gefunden und zwar steht in der Enzyklopädie Britannica drin, da geht es um die Herkunft von Öl. Zitat: Trotz des enormen Umfangs wissenschaftlicher Arbeiten, die sich mit Erdöl befassen, bleiben viele Fragen hinsichtlich seiner Herkunft unbeantwortet. Und über die Herkunft des Öls und den großen Energieirrtum, darum geht es jetzt in dem Gespräch mit Hans-Joachim Zimmer. Herr Zimmer, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind uns schon vor vielen Jahren begegnet, da ist eine ganze Menge passiert. Sie sind seit vielen Jahren unterwegs, schreiben viele Sachbücher, sind sehr kontrovers, wird das diskutiert immer. Und eine Frage vorweg, war das für Sie schon immer wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen und dagegen anzugehen, wenn irgendetwas nicht so stimmt, wie Sie das wahrnehmen? Ich habe schon in der Universität während des Studiums gelernt, im Grunde den Sachen eigentlich auf den Grund zu gehen. Mhm. Und ich bin auch, habe auch eine erfolgreiche Firma, Baufirma, Bauträgerfirma gehabt, weil man da, wenn man immer so alles so macht, wie alle anderen das machen, wird man wenig Erfolg haben. Mhm. Aber wenn man den Sachen auf den Grund geht und sich da Gedanken drüber macht, dann kommt man vielleicht zu anderen Ergebnissen und das ist auch eine Erfolgssache. Deswegen bin ich also schon immer daran interessiert, die Wahrheit im Grunde, möglichst, obwohl wir nie die wirkliche Wahrheit kennen werden, aber möglichst der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Ist Ihnen im Studium schon irgendwas bewusst geworden, dass hier irgendwas nicht stimmt? Wo waren die ersten Zweifel an dem System, die Sie hatten? Können Sie das an irgendwas festmachen? Eigentlich schon als Jugendlicher habe ich ein Buch gelesen, kontrovers, von Robert Charroux, den größten Querdenker aller Zeiten. Und die Fragen, die der gestellt hat, haben mich mein Lebtag lang im Grunde begleitet und immer wieder zweifeln lassen. Aber ich hatte wenig Zeit in den letzten Jahrzehnten, mich da noch intensiver zu beschäftigen. Aber nachdem ich meine Baufirma in den 1990er Jahren aufgehört habe, hatte ich Zeit, mich den Sachen zu widmen. Und seitdem habe ich auch etliche Bücher geschrieben. Ja. Ja, eins davon haben Sie uns mitgebracht, der Energieirrtum. Also das ist ja auch unser zentrales Thema in diesem Interview. Ich habe es gerade in dem Anfangszitat schon mal erwähnt, also man weiß eigentlich so gut wie gar nicht, woher das Erdöl kommt, obwohl die landläufige Meinung ist, dass das ja alles aus Fossilien entstanden ist. Also sprich Lebewesen, die irgendwann mal im Erdreich versunken sind, verwittert wurden durch Druck und im Laufe der Jahrmillionen zu Erdöl geworden sind. Und jetzt habe ich in der Recherche gemerkt, also ja, auch das Wall Street Journal schreibt zum Beispiel: Obwohl die Menschheit seit Generationen nach Öl bohrt, ist wenig über die Herkunft der Lagerstätten bekannt, genauso wie über deren Entstehungsprozesse im Erdinneren. Es müsste doch genau andersrum sein, wenn wir das schon so lange wissen. Wo ist da die Diskrepanz? Es ist gar keine Diskrepanz, sondern man weiß es einfach nicht im Grunde. Die fossile Herkunft der Kohlenwasserstoffe, also von Erdöl und Erdgas, das sind allgemein Kohlenwasserstoffe. Also aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt zu Moleküle und das nennt man organische Chemie. Und da hat man sich auch lange nicht mit beschäftigt, woher diese Sachen wirklich kommen. Man hat gesagt, dass Biologie verrottet und so weiter. Mhm. Deswegen ist das Angebot auch angeblich knapp. Man hat ja in Erdöl war bis 1973 in Dollar gerechnet über 100 Jahre lang genug Erdöl da. Ja. Der Preis war konstant, 100 Jahre lang in Dollar gerechnet. Und dann, ich weiß noch genau, ich saß im Hörsaal in der TU Berlin und las dann 1973, Klapp auf Rom, sagt voraus im Jahre 2000 kein Erdöl mehr. Aha. Da habe ich dran geglaubt, weil Öle und so weiter müssen ja irgendwann mal aufgebraucht sein. Also stand ich auch voll hinter dieser These. Mhm. Bloß im Jahre 2000, also danach, nach 1973, ging der Preis dann steil in die Höhe, obwohl genug Erdöl da war. Das war eine rein wirtschaftliche und politische Aktion. Es gab damals sogar die autofreien Sonntage, also eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass man sonntags nicht Auto fahren durfte. Meine Eltern haben mich im Kinderwagen über die Straßen geschoben, weil da keine Autos fuhren. Ja. Haben Sie das noch vor Augen? Ja, ich bin da selber drauf dreimal rumgelaufen. Ich war damals 23 Jahre alt, ganz genau so mitten im Studium. Und da bin ich aus Überzeugung mitgegangen. Also das war für mich ein Erlebnis, also für jeden eigentlich. Das war Status quo damals. Ja. Okay, Öl ist knapp, müssen wir was dagegen tun. Damals sagte man, die Saudis haben im Jahre 2000 kein Öl mehr, die Armen, die müssen jetzt was tun und so weiter und so fort. Mhm. Im Jahr 2000 war immer noch
genug Erdöl da, mehr als je zuvor. Keiner glaubte mehr an dieses Erdöl, dass das Erdöl mal aufhören könnte. Ja. Und dann hat man eine neue Sache erfunden, die Kohlendioxidgeschichte, weil man dann den Preis auch nochmal vom Erdöl nochmal anheben konnte. Und wir haben ja gesehen, wir haben den Preis da bei knapp 150 Dollar pro Barrel ja bestanden. Hat einer wirklich da irgendwie sich beklagt? Nee, das ist alles wunderbar gelaufen. Das hat auch seinen Grund, warum der Dollarpreis für dieses Öl so hoch ist. Weil nämlich die Amerikaner, kaum jemand weiß, dass die Amerikaner inzwischen das zweitmeiste Erdöl fördern weltweit. Mhm. An erster Stelle sind die Russen, an zweiter Stelle die Amerikaner und erst an dritter Stelle derzeit die Saudis. Und das ist kaum bekannt, hat sich in den letzten 2 Jahren geändert. Und die Amerikaner konnten das nur schaffen. Mit Fracking, oder? Fracking auch. Ja. Wobei das immer sehr negativ dargestellt wird. Da könnten wir auch, vielleicht kommen wir noch zu, das ist gar nicht so negativ. Man muss nur tief genug bohren. Also nicht flach bohren, sondern tief genug bohren. Da kommen wir noch zu. Aber so Ölsand, es gibt denn im Norden von Amerika, USA oder so, da gibt es so flachere Sedimentschichten mit Öl drin. Die waren aber nur mit 80, 90 Dollar Kosten, also Verkaufskosten, überhaupt machbar und förderbar. Und okay. Da der Dollar immer bei 30, 40, 50, 60 lag, war das nicht. Und die Amerikaner haben es verstanden, im Grunde den Dollarpreis hochzuheben. Und dann war es für diese internationalen Konzerne möglich, diese Sande, praktisch dieses Öl aus den Sanden zu holen, wirtschaftlich. Und seitdem haben die Amerikaner auch durch Fracking genug Öl. Das sind also mehrere Faktoren kommen da zusammen. Und seitdem lohnt sich das. Und seitdem sind die USA unabhängig vom Erdöl. Mhm. Und alleine schon die Menge an Erdöl widerspricht eigentlich der fossilen Herkunft. Mhm. Wenn man also den Erdölverbrauch der letzten 100 Jahre zusammenrechnen würde, haben wir viel mehr Erdöl verbraucht als jemals durch Fossilien. Also durch Öl entsteht zum Beispiel im Meer durch irgendwelche Algen und Mikroorganismen, sagen wir das mal, die umgeformt werden müssen. Und wir haben viel mehr Erdöl, als jemals an solchen organischen Substanzen hätten umgewandelt werden können. Genauso beim Gas. Wir haben viel zu viel Energie dafür und immer noch. Mhm. Man hat ja denn das Peak Oil erfunden. Einmal war genug Erdöl da, also Peak Oil heißt die maximale Fördergrenze irgendwo, die hat man am Anfang auf 2008 gesetzt, dann auf 2016. Jetzt sind wir bei im Jahre 2020 bis 2030 und inzwischen sind die Voraussagen so, dass die Saudis 100, 200 Jahre noch Öl bohren können. Mhm. Was auch relativ logisch ist, weil denen ihre Lager sind randvoll, die sind nicht irgendwie leer oder halb leer. Mhm. Jede Förderstätte, Öl kann ja auch nur bis zur Hälfte ungefähr leer gepumpt werden, wenn überhaupt. Der Rest bleibt immer da drin. Also es ist nicht so, dass ganz leer gepumpt wird. Aber trotzdem bleibt diese These bestehen, dass Öl von fossilen Ablagerungen herkommt. Es ist sogar seit 1757, habe ich es gefunden, da hat ein Geowissenschaftler namens Michailo Lomonosov behauptet, dass das eben aus winzigen Körpern von Tieren, die in Sedimenten eingeschlossen sind, dass das daher kommt. Also das müsste doch wirklich jedem Wissenschaftler mittlerweile klar sein, dass das eben nicht passt. Ist es dann ein politischer Wille, dass das nicht hochkommt, diese Erkenntnis? Ein politischer Wille hat eins. Ich würde sagen, da kommen wir noch im Laufe des Gesprächs zu. Aber vor allen Dingen auch der wirtschaftliche Faktor. Man muss bedenken, dass 35% des Energiegewinns aus Erdöl gewonnen wird. Mhm. Und wer das Erdöl beherrscht auf dieser Welt, hat also sozusagen das Blut der Industrie und auch die Länder einzeln in der Hand, in die Abhängigkeit zu bekommen. Und der wirtschaftliche Faktor ist eigentlich erstmal der Ausschlaggebende. Zweitens wird natürlich darum auch Krieg geführt im Grunde. Zum Beispiel der Irakkrieg. Die Amerikaner sind ja da nicht einmarschiert, um ihre Reserven da zu sichern an Öl. Das ist nicht passiert. Ja. Sondern die Amerikaner sind da einmarschiert, weil Hussein gesagt hat, ich fördere Öl ohne Grenzen, um mich zu finanzieren, meine Rüstung zu finanzieren und so weiter. Ah. Das konnten die Amerikaner nicht genehmigen. Und haben deswegen eigentlich den Hussein klein gemacht. Ja. Und die Fördermenge zu kontrollieren. Die Fördermenge. Die Erdölproduktion des Irak ist heute nur noch ein Drittel so hoch wie unter Hussein. Ah, verstehe. Und deswegen wird auch zum Beispiel Iran, Erdölausfuhr und so weiter, die Länder werden alle restriktiv gehandelt.
wenn es alle ja, wären, ja. Die Russen wären zu, indirekt daran gehindert, ihre Erdölpipelines nach Westeuropa zu bringen, damit, damit die Russen nicht wirtschaftlich Vorteil davon haben. Also das ist sicherlich ein großes. Man muss sich aber, wenn ich das noch ergänzen darf, denken, dass wir heute, obwohl wir das Peak Oil eigentlich immer vor Augen haben, diese Fata Morgana, die meines Erachtens eine reine Erfindung ist, weil es ja auch keiner weiß, es weiß ja keiner, ja. Täglich werden heutzutage auf der Welt weltweit 300.000 Kubikmeter, das sind, sagen wir mal, bis zu 2 Millionen Barrel Öl, werden täglich mehr gefördert, als gebraucht werden. Das ist so eine Fläche von, ich sag mal, von 550 Meter mal 550 Meter mal 1 Meter hoch, jeden Tag. Ja. Mehr gefördert, als wir überhaupt brauchen. Wo kommt das dann hin? Wo geht das hin, das Ganze? Ja, es fahren auf den Weltmeeren Tanker mit Erdöl einfach nur spazieren, um dieses Erdöl zu horten. Ach so, das sind fahrende Lagerstätten. Ja, ja, die sind also als Lager fahren die durch die Gegend, werden gar nicht gebraucht und horten praktisch auf den Meeren das Öl. Das weiß auch so gut wie keiner. Wir haben so viel Öl, dass wir da drin, weiß ich wie lange, schwimmen können und baden können. Das weiß kaum einer, aber das ist, wenn man sich damit beschäftigt, gerade beim Handball, ich bin also, habe lange Jahre Handball gespielt, da war ein Kommentator da in Katar, der sagte, ja, die Saudis haben hier noch 200 Jahre Öl. Ich denke, oh, so ein Satz mal so im Nebenbei. Sieh mal an. Ja, und wir hatten schon im Jahre 2000 angeblich kein Öl mehr. Okay. Da muss man sich natürlich fragen, was ist passiert, wieso haben wir so viel Öl im Grunde? Aber ich möchte den Gedanken von der amerikanischen Außenpolitik noch mal kurz aufgreifen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben die Amerikaner ihre ganze Außenpolitik nicht darauf ausgerichtet, mehr Öl unter die Kontrolle zu kriegen, sondern den Preis absichtlich hochzuhalten. Ja, indem ich unter Kontrolle habe, kann ich natürlich die Fördermengen auch drücken. Wenn ich erstmal unter Kontrolle habe, militärisch oder politisch, dann kann ich die Fördermengen auch absenken. Die brauchen das Öl nicht, weil sie ja selber eigentlich unabhängig sind, wie Sie sagen, sondern die brauchen die Kontrolle über das Öl, dass nicht zu viel gefördert wird, dass der Preis nicht in den Keller geht. Damit ihre eigenen teuren Lagerstätten wirtschaftlich ausbeutbar sind. Okay, ich bin selber auf den Erdölfeldern von Texas und so gewesen, habe mich mit den Leuten unterhalten. Also das wird kaum so gesehen, aber da ist eine Logik dahinter im Grunde, wirtschaftlich gesehen. Also es geht ums Öl immer wieder. Es geht immer wieder ums Öl. Und wenn wir die Erdölreserven, die wir jetzt jeden Tag mehr gefördert werden, überschüssig gefördert werden, die ganzen Reserven, die wir haben, mal berücksichtigen würden, dann würden wir wahrscheinlich denselben Preis haben wie vor 1973 für das Erdöl. Nämlich den geringen, der schon 100 Jahre lang gegeben hat, weil wir haben Erdöl ohne Ende. Ja. Und es ist keine Knappheit da. Da muss man sich natürlich jetzt fragen, im Grunde ist ja die Frage, wie entsteht jetzt, woher kommt das? Die Massefrage, deswegen wollen wir darüber sprechen. Ja. Ich hab früher ja daran geglaubt, jeder musste daran glauben, weil wenn die Erde früher mal heiß gewesen ist, wie man so glaubt, dann gibt es nur an der Oberfläche Fossilien und Erdöl, dann kann es in der Tiefe kein Erdöl geben. Da haben wir alle dran geglaubt. Und die Sondenforschung der letzten 10, 12, 13 Jahre, so seit 2000 ungefähr. Was heißt Sondenforschung? Also die Probe? Sonden jetzt mal zu anderen Planetenkörpern. Okay, Raumkörper dahingesandt, die dann fotografiert haben, gemessen haben. Ja, ja. Und diese Raumsonden, Sonden war jetzt zu kurz gesagt, Raumsonden, die haben dann Erkenntnisse gebracht, die wir alle, ich auch nicht, noch vor 15 Jahren oder so überhaupt jemals vermutet hätten. Ne? Wenn wir denken an den Saturnmond Titan, da gibt es Methan. Methan ist unser Erdgas. Ja. Also 80-90, je nach Güte, oder auch 95% besteht das aus Methan. Ja. Also Methan ist quasi Erdgas. Und bis dahin gab es immer die Theorie, das gibt es nur auf der Erde, weil nur auf der Erde Leben ist. Also kann es auch nur Kohlenwasserstoffe hier auf der Erde geben. Und jetzt hat man quasi fast auf allen Himmelskörpern, die man erkundet hat, hat man Kohlenwasserstoffe gefunden. Ja, da hat man auch dran geglaubt, ich auch. Ja. Das ist ungefähr so der Vergleich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, ging die Geburtenrate nach oben und die Anzahl der Störche ist auch nach oben gegangen. Und dann früher, wie ich jung war, hat man auch gesagt, die kommen ja von den Störchen, die Kinder. Und beide Kurven gingen ja nach oben. So, dass das nachher nicht zusammenhing, war ja auch klar, sag ich mal. So ähnlich ist das auch hier. Man hatte also wirklich nur gesagt, auf der Erde gibt es Biologie. Also wir haben auch nur also Methan, also Kohlenwasserstoffe. Erdöl, Erdgas, also hängt das signifikant zusammen, ohne Biologie keins. Ja. So, dann kamen die ganzen US-Raumsonden oder auch jetzt die europäischen und haben überall
überall Methan gefunden. Vor kurzer Zeit war ein Riesenausbruch von Methan auf dem Mars. Der Mars, da darf kein Methan sein. Ja. Die Amerikaner, also die NASA, hat direkt eine Nachrichtensperre verhängt. Es durfte nicht diskutiert werden, weil man kann es ja nicht erklären. Okay. Ja. Man glaubt heute so an Mikroorganismen, die gibt es da bestimmt, aber deswegen kommt kein Gasausbruch. Mhm. Da kann man kleine Gasmengen vielleicht messen, aber keinen Ausbruch. Auf dem Saturnmond Titan gibt es Wolken, Seen, Regen, Flüsse und Seen aus Methan und sogar höherwertigem Ethan. Ja. Das ist ja, und Methan kommt in allen drei Aggregatzuständen vor. Es ist fast eigentlich unglaublich. Mengen das, und Massen. Das hat man lange Zeit nicht für möglich gehalten. Und vor allem, ich hab wirklich viel verfolgt über diese berühmte Cassini-Huygens-Mission, die da zum Titan geflogen ist. Ich muss ein bisschen ausholen. Der Ursprung war ja eine der Voyager-Sonden, die hat man damals nicht auf die große Tour geschickt, sondern die sollte den Saturnmond Titan überprüfen. Und man hat festgestellt, mit den Kameras an Bord konnte man das gar nicht genau anschauen. Also hat man gesagt, okay, das muss eine spätere Mission machen. Und da ist dann die Sonde Cassini hoch und die hat so eine kleine Raumsonde auf den Titan absinken lassen. Und siehe da, plötzlich hat man Dinge entdeckt. Es sieht eigentlich auf Titan aus wie auf der Erde, nur bei minus 180 Grad. Also sprich, die ganzen Kohlenwasserstoffe, die es da oben gibt, sind in flüssiger Form vorhanden. Es gibt Flussbänke, es gibt Flussdeltas, es gibt Seen, es gibt Niederschlag und wenig Wellen habe ich neulich aufgeschnappt. Das ist noch nicht ganz klar, warum, aber es sieht sehr ähnlich aus wie bei uns. Und das war natürlich ein totaler Schock für die Wissenschaftler. Oder? Also sogar Methan, ja, das ist richtig. Methan, Eis soll sogar auf den Seen da schwimmen, angeblich. Ja, das ist ein Schock, weil, ich weiß noch, früher, jahrelang habe ich mich damit beschäftigt und der Titan galt immer als erdähnlich. Also vom Seen her haben wir gesagt, da ist eine Hülle drum, eine Atmosphäre drum, die sieht aus wie eine junge Erde. Und da war man ganz erstaunt, wie jetzt alles aus Kohlenwasserstoffen, wie Sie das schon richtig sagten, aus Kohlenwasserstoffen war. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also wenn das vielleicht schon vor 100 Jahren bekannt gewesen wäre, wäre vielleicht die Fossiltheorie mit dem Erdöl gar nicht aufgetaucht. Die Wissenschaftler vor 100 Jahren, vor 50 Jahren konnten das natürlich noch gar nicht ahnen und wissen, dass es sowas gibt. Aber sogar Kleinplaneten wie Pluto und Eris haben Methan. Die ganzen Uranus und überall die Planeten, überall gibt es Methan, also Kohlenwasserstoffe. Man hat Kometen inzwischen näher untersucht. Dort sind manchmal 10 Gas, jetzt kommen aus diesen angeblich schmutzigen Schneebällen heraus. Ja. Man hat eine Kupfersonde auf Tempel 1, einem Kometen, mit dem zusammenstoßen lassen und dann kamen Lichtblitze heraus. Dann frage ich mich immer, wie kommen aus einem schmutzigen Schneeball überhaupt so eine Lichtblitze raus? Ja. Und da kamen auch Kohlenwasserstoffe raus, unter anderem Methan auch. Mhm. Und dann muss man sich fragen, wie kommt denn Methan, also ein flüchtiger Stoff, der relativ flüchtig ist, in der Erdatmosphäre in 12 Jahren verliert er ungefähr die Hälfte seines Wertes. Das heißt, eine Halbwertszeit von 12 Jahren nur. Wenn ich das nicht immer nachfüttere, das Methan, dann ist das bald zu Ende. Also wenn das Ding seit 3 Milliarden Jahren unterwegs ist, dann oder ist es eigentlich länger, ne? Schwierig, dass da noch Methan vorhanden ist, wenn es nicht ständig wieder produziert wird. Ja, genau. Geochemisch produziert wird durch bestimmte chemische Vorgänge. Das ist ja ganz einfach. Es ist ja ganz einfach, wir haben ja... Einfach? Ich habe gestern wirklich versucht, da die Unterlagen mal so ein bisschen zu sondieren. Ja. Ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft, das wirklich in Gänze zu durchblicken. Also ich hoffe sehr, dass Sie es mir erklären können, wie das Ganze abläuft auf der chemischen Ebene. Ich habe mich da gestern 2 Stunden hingesessen, ich habe es nicht kapiert. Ja, also ja, nee, das ist sehr komplex, wenn ich das richtig verstehe. Ja, man gibt 2 Möglichkeiten. Die Wissenschaftler jetzt auf Titan, die haben eine andere Vorstellung, so als Reduktionsart, wie man Methan entstehen lassen kann auf Titan, weil die sagen, das ist ja Kohlendioxid, gibt es ja auch ein bisschen. Kohlendioxid ist aber Kohlenstoff mit Sauerstoff. Mhm. Dann muss ich das Sauerstoffatom wegnehmen und das Kohlenstoff verbindet sich dann mit dem Wasserstoff zu einem Kohlenwasserstoff. Das glauben die Wissenschaftler vom Titan. Da muss ich aber viel Sauerstoff für haben, damit ich das überhaupt, also müsste ich jede Menge Sauerstoff haben, um das Kohlendioxid quasi aufzubrechen. Im Grunde entsteht Kohlenwasserstoff eigentlich relativ einfach, indem man die 2 Stoffe, chemische Stoffe Kohlenstoff und Wasserstoff zusammenbringt.
CH. Also das, und wenn ich die unter geeigneten Temperaturbedingungen, also ich muss dann eine gewisse Temperatur haben und ich muss gewisse Drücke haben. Mhm. Deswegen auch bei der Explosionswolke auf den Kometen, da kam zwar am Anfang ein Cyanwasserstoff raus, aber in der zweiten Phase sozusagen kam Methan dabei raus. Das kam am Anfang nicht. Also da müssen bestimmte Drücke und Temperaturen vorhanden sein, um das zu bilden. Das ist explodiert beim Zusammenprall. Ja. Eines Kupferkühlschrank-großen Kupferkörpers mit diesem angeblichen Eisbolin. Wobei das auch eine falsche Vorstellung ist. Das sind keine schmutzigen Schneebälle da. Ja. Die sind auch dreischichtig im Grunde wie andere Körper aufgebaut. Da, glaube ich, kommen wir noch zu ganz anderen Erkenntnissen. Das habe ich auch im Energieirrtum in meinem Buch näher beschrieben. Die ganze Kometenforschung hat ja alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Warum sind Kometenkerne dunkel? Die sind schwarz, schwärzer als Tonerpulver beim Fotokopierer. Mhm. Das sind keine schmutzigen Schneebälle. Das ist eine harte Oberfläche, wie man jetzt festgestellt hat, ist eine harte Schicht obendrauf. Und meines Erachtens ist das Ruß. Und zwar durch die unvollständige Verbrennung denn von Methan kommt dann nachher Ruß raus und der lagert sich auf diesen Kometenköpfen und auch auf anderen Planeten ab, diese unvollständige Verbrennung, die da passiert. Das heißt, je mehr wir erfahren über unser Weltall, je mehr wir die Sonden ausschicken, desto mehr Widersprüche tauchen eigentlich auf mit dem Glauben, den wir vorher hatten. Ja, also Irrglauben. Jeder Blick oder jede Messung im Grunde stellt unser altes Weltbild auf den Kopf. Und man versucht das nach den alten Mustern zu interpretieren und hat natürlich Schwierigkeiten, Methan zu erklären. Deswegen sagte ich dann Reduktion, da muss man Kohlenstoff mit Sauerstoff, da muss man das Sauerstoff abspalten. Wo kommt das ganze Sauerstoff her? Wo es da sicherlich auch eine Lösung für gibt. Aber das ist wesentlich komplizierter als direkt aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Unser Universum besteht aus Wasserstoff. Und eins der häufigsten Elemente ist Kohlenstoff im Universum. Mhm. Und wenn ich die beiden zusammenbringe, dann kommt einfach Methan raus. Man hat schon bei Exoplaneten jetzt auch Methan festgestellt. Also ein Planet, der irgendwo ganz weit weg ist, hat man auch schon festgestellt. Exoplanet heißt also ein Planet nicht im Sonnensystem, sondern einer, der um eine fremde Sonne kreist. Ja. Man dachte ja immer, da sind sehr wenige, aber auch da stellt die Wissenschaft fest, eigentlich fast jede Sonne hat Planeten. Ja. Auch wieder so ein Gedanke. Ich habe neulich mal gelesen, Wissenschaft ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Ja. das ist richtig. Also eigentlich muss man ja ständig seine Sachen neu. Wichtig ist, dass man ständig die neuen Erkenntnisse versucht einzubauen, indem man nicht sagt, ich weiß ja alles. Wenn jetzt einen Geologen fragen, die wissen ganz genau alles. Ja, ja. Wir haben es verstanden, sagen die. Ich habe einen Freund, der ist Professor an der TU Berlin, Lagerstättenforschung, der sagt, wir wissen eben nichts im Grunde. Es ist aber auch so, weil wenn ich wüsste, wie geologisch fossile Erdöllagerstätten zum Beispiel oder Gaslagerstätten entstehen. Man findet ja immer nur Gas und Öl zusammen. Also man findet nie was alleine, sondern beides in bestimmten Prozentsätzen zusammen. Wenn ich es geologisch wüsste, müsste ich ja bohren können und sagen, eine Karte ansehen, geologischer Aufbau, da bohre ich das Öl. Mhm. Das geht gar nicht. Nur jede siebte, manche sagen sogar nur jede zehnte Bohrung, Neubohrung, ist fündig und durch reinen Zufall. Mhm. Kein westlicher Geologe kann erklären, wo Erdöl ist. In welcher Methode gehen die davor? Einfach so, ach, das sieht gut aus, bohren wir da mal, oder? Ja, so ungefähr. Aha. Also es wird heute gescannt. Heute wird gescannt, also aus der Luft. Das hat man vor Jahren noch nicht gehabt. Und dann sieht man, ob da unten Flüssigkeiten sind. Methan ist ja kein Gas in der Erde tiefer drin, sondern man sagt ein superkritisches Gas. Das ist so ein Fluid, also das ist eine Flüssigkeit da unten. Mhm. Erst wenn das entspannt wird nach oben, dann wird das erstmal ein Gas. Also unten ist das als Flüssigkeit. Also durch den Druck bleibt es flüssig. Bleibt es flüssig, ja. Und wenn man jetzt scannt, die Oberfläche scannt, was man vielleicht heute kann, sieht man, da unten ist vielleicht Flüssigkeit. Ich weiß aber noch nicht, ob es vielleicht wirklich Methan ist zum Beispiel oder ob es ganz einfach Salzwasser ist oder eine andere Flüssigkeit, die da unten rumschwimmt. Das weiß ich dann auch noch nicht. Also westliche Geologen wissen es nicht, weil sie nach der Fossiltheorie eben sagen, so entsteht Öl und es hat noch keiner erklärt, wie überhaupt da Öl entstehen kann, also kann ich das auch nicht voraussagen. Es gibt keine Möglichkeit, theoretisch vorauszusagen. Sie haben jetzt gerade gesagt, westliche Geologen wissen das nicht. Dann gibt es natürlich aber auch das Gegenteil, östliche Geologen. Was meinen Sie mit östlich? Östlich meine ich vor allen Dingen russische Geologen, auch ukrainische, sage ich jetzt mal so, die dazugehörten. Mit dem Militärkonflikt, vielleicht kommen wir dazu noch, ist es ein bisschen anders geworden. Aber sagen wir russische Geologen
vertreten nicht die westliche Ansicht, dass das Fossilstoffe sind. Russische Geologen vertreten die Ansicht, dass das abiogen entsteht. Also man sagt auch in den verschiedenen Artikeln kommt schon mal der Begriff abiotisch vor, also biotisch, abiotisch, aber der richtige Begriff wäre eigentlich biogen und abiogen. Mhm. Also biogen, biologisch, abiogen, nicht biologisch. Ja. Die russischen Wissenschaftler sind seit 150 Jahren, in der Literatur habe ich das auch genau nachgeforscht, sind der Meinung, dass das nicht biologisch entsteht. Ich habe mal in einem Buch geschrieben, gleich in meinem ersten Buch, Darwins Irrtum, die Öllagerstätten, das ist durch Zufall, bin ich darauf gekommen, sind überall da, wo Brüche in der Erdkruste sind oder wo angeblich Kometen eingeschlagen sind. Da sind überall Erdöllagerstätten. Und dann hat mich ein weltbekannter Astronom angerufen und hat gesagt, das hätte ich irgendwo übernommen, das kann gar nicht von mir sein. Doch, sage ich, das ist von mir. Und hat mich dann auf Literatur aufmerksam gemacht, die der Sache wirklich tiefer gehen. Seitdem habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Und man sieht denn, dass die russischen Geologen, die von unseren westlichen Geologen verlacht wurden, jahrzehntelang, im Grunde recht haben. Mhm. Sieht man ja auch daran, wenn Russland der Hauptförderer ist auf der Welt. Ja. Die Russen wissen, dass das abiogen entsteht in der Tiefe der Erde, da kommen wir vielleicht noch zu, und haben das auch bewiesen. Zum Beispiel die Amerikaner haben den Vietnamesen gesagt, bei euch gibt es kein Erdöl, ihr bleibt abhängig. Dann haben die bei Kriegsende Russen gefragt und dann haben die gesagt, ja, wir können ja mal gucken. Und dann haben die vor dem Mekong-Delta gebohrt. In das kristalline Grundgestein. Und man muss ja denken, da sind Sedimente, ist Erdöl drin. Und dann ist die ganze Welt darunter ist so ein Granitsockel quasi. Mhm. Der liegt so in der Tiefe, kann in 3 Kilometer Tiefe liegen, kann aber auch vielleicht so knapp 10 Kilometer Tiefe liegen. Jetzt haben die Russen gesagt, wir bohren da unten in das Sockelgestein hinein. Und das Erdöl. Westliche Geologen sagen, niemals ist da Erdöl. Warum? Das entsteht oberflächennah. Und wenn da was unten ist, dann ist das vielleicht ein bisschen reingesickert. Aber im Granit wird jeder Geologe bestätigen, geht gar nicht, dass da Erdöl entsteht. Die Russen haben da reingebohrt und haben seitdem eins der größten Erdölfelder für Vietnam entschlossen. Vietnam ist in den Club der Erdölproduzierenden Länder aufgenommen. Und der größte Anteil des Energieverbrauchs von Vietnam wird jetzt aus diesen Feldern, die immer weiter erweitert werden, dort unten entdeckt. Genauso in der Ukraine. In der Ukraine haben russische Forscher in Santa Fe, haben denen mal einen Vortrag gehabt vor amerikanischen Geologen, haben gesagt, in der Ostukraine, da bohren wir jetzt ins kristalline Grundgestein und da ist Erdöl. Da haben die alle mit dem Kopf geschüttelt, die westlichen Geologen haben gesagt, das ist ja alles, das geht ja gar nicht im Grunde, widerspricht ja unserer Theorie und geht ja gar nicht. Seit den 1990er Jahren bohren die Russen in der Ostukraine fündige Bohrquellen, Erdöllagerstätten an und die sind mit über 60% der Bohrung fündig. Nicht wie bei uns durch Zufall mal vorausgesagte fündige Lagerstätten wurden mit über 60% Erfolg angebohrt. Und zwar ein ganzes Gebiet, das ist eine riesengroße Erdöllagerstätte in der Ostukraine. Und dann weiß man vielleicht auch in der Westukraine und in der Mittelukraine, sage ich jetzt mal nicht nur im Osten, das, was jetzt von Separatisten oder wer auch immer da das Sagen haben soll, beansprucht wird, das ist kein Armenland, wie man uns in den Nachrichten sagt. Die sitzen auf sehr viel Geld. Mhm. Und dieses Geld wollten die Amerikaner haben, als Jelzin zum Beispiel an die Macht kam, Umbruch der UdSSR, waren schon quasi die Erdölfirmen alle verkauft, die russischen. Die wollten auch dieses Know-how haben, weil die wissen, wo Erdöl ist. Unsere wissen es nicht. Außerdem wollte man wirtschaftlich diese Erdölfirmen in den Griff kriegen, damit man praktisch diese neue Weltordnung, die man ja anstrebt von den Amerikanern, praktisch sozusagen von den Amerikanern, von der westlichen Welt ausgeübt wird und diese Firmen, die westlichen Firmen, da die Hoheit drin haben. Was meinen Sie mit Know-how? Also das Know-how, wie man so tief bohrt oder wo man überhaupt bohrt? Vor allen Dingen auch die Tiefenbohrung, das können die Amerikaner auch. Die haben in Amerika jetzt eine Tiefenbohrung von 9.500 Metern ungefähr, die tiefste gemacht. Mhm. Die können im Prinzip auch tief bohren, aber die wissen nicht, wieso, weshalb die Russen auch so viel Erfolg haben mit ihren Bohrungen und davon unabhängig sind. Und man wollte zweitens in der zweiten Ebene im Grunde auch die
den Einfluss haben. Ja, da sollte ja damals unter Jelzin diese Lukas-Firma, Erdölfirma aufgekauft werden. Ja, dann hat man diesen, den Russen davor ins Gefängnis gesteckt, vor Gericht gestellt, ins Gefängnis. Es ging darum, als der Jelzin weg war und der Putin kam, der hat ja diese ganzen Verträge, die schon mit der westlichen Welt gemacht worden sind, von heute auf morgen ohne Angaben von Gründen gekappt und hat gesagt, wir bleiben bei unserem eigenen Erdöl, und die dafür verantwortlich waren in Russland, die hat er dann ins Gefängnis gesteckt. Das steckt eigentlich dahinter. Die ganzen Verträge sind aufgekündigt worden. Mhm. Und das geht da um ganz andere Sachen als um Menschenrechte. Denn wenn Menschenrechte maßgebend werden, müssen die Amerikaner jeden Tag in Afrika irgendwo einmarschieren. Darum geht es den Amerikanern sicherlich oder nicht. Oder im eigenen Land mal gucken, was da abgeht. Ja, oder so. Ja. Ne, da hätten die genug Aufgaben, andere Aufgaben. Und das, deswegen ist Putin ja seit damals auch der böse Mann. Ne? Seitdem hören wir ja nichts Gutes über den. Aber das führt uns weg von dieser technischen Ursache oder von der physikalischen Ursache. Ja. Sie sagen, das ist so super simpel. Also ich habe Kohlenstoff, ich habe Wasserstoff, ich bringe es zusammen mit Druck. Ja, also wie ich das gestern recherchiert habe, das wird sehr kompliziert erklärt. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer machen, welche Bedingungen genau, auf welcher Höhe oder welcher Tiefe das genau passiert? Ja. Und gibt es da irgendwelche Zusammenhänge mit den tektonischen Platten? Also erstmal muss man sagen, dass in der westlichen Welt nur vom Aufbau her erstmal nur oberflächennahe Lagerstätten normaler möglich sind, weil wir Meeressedimente haben. Ja. Dazu müsste praktisch so eine toten Mikroorganismen so überdeckt werden mit einer Deckschicht, geologisch. Ja. Und darunter müsste Temperatur herrschen und der entsprechende Druck herrschen, um das über Jahrmillionen umzuwandeln. Mhm. Nun ist es ja so, dass viele Leute glauben, da unten ist ein Loch und man bohrt da rein und dann kommt das Öl raus. So ist es ja nicht, sondern die Erde ist in Schichten aufgeteilt. Und in Horizonte. Und in jeder Schicht, wenn man einmal eine Erdölschicht angebohrt hat oben und weiß, hier ist Erdöl, dann hat jede Schicht darunter quasi auch Erdöl. Das wusste man bis vor etlichen Jahren noch gar nicht, aber es ist einfach so. Dann müsste also, wenn das so wäre, ich habe mal so ein Fachbuch von 1931 von dem Stutzer, das Erdöl, da ist doch schon diese Erkenntnis damals 1931 angegeben, dass wenn man einmal bohrt, praktisch immer wieder Erdöl antrifft, bis zum Granitsockel hinunter. Mhm. Das hieße, wenn Fossiltheorie richtig wäre, müsste jedes Mal so eine Meeressedimente abgelagert werden, umgeformt werden und das mehrfach übereinander in jeder Schicht. Das ist sicherlich so unrealistisch, also wie ein Märchen. Das Prinzip. Passt gar nicht mit diesen Erdzeitaltern zusammen. Und, gar nichts. Also da gibt noch viel, viel mehr Argumente gegen die Fossiltheorie eigentlich. Unendlich viele, und für die Fossiltheorie spricht eigentlich gar nichts, wie auch immer. Die Lösung der ganzen Problematik wäre, wenn von unten herauf, von der Tiefe aus, Öl nach oben strebt, durch den Granitsockel hindurch, deswegen auch im Granitsockel Öl, und dann wird in bestimmten Horizonten nach und nach praktisch das Erdöl oder auch das Erdgas, vor allen Dingen das Erdgas, immer abgelagert. Man muss einfach bedenken, es sind bestimmte Druckverhältnisse da. Und wenn diese Poren, die Sand und so und Schiefer und so, die haben Poren. Und wenn diese Poren sind mit Flüssigkeit gefüllt. Und dann gibt es einen Punkt, wo die, sagen wir mal, eine Bruchfestigkeit, wo diese Schichten, Deckschichten kaputt gehen. Das ist immer so nach 3 bis 6 Kilometern der Fall. Wenn die kaputt gehen, dann geht dieses ganze Kohlenwasserstoffe werden in die nächste Schicht sozusagen kaskadenförmig hoch katapultiert, will ich mal sagen, und vorher und zwischen den Schichten migrieren die so langsam nach oben, sammeln sich an, und wenn der Druck hoch genug ist, so, deswegen ist die alte bekannte Tatsache, die man schon seit 100 Jahren kennt, dass sich Erdöllagerstätten wieder regenerieren, das ist zigfach bewiesen und nachgewiesen. Mhm. Ein großes Rätsel für die Fossiltheorie. So kann man das erklären, dass sich die Erdölquellen wiederholen. Je flacher die sind, desto langsamer regenerieren sie sich, je tiefer man bohrt, desto mehr Öl ist, Erdgas ist da, Kohlenwasserstoffe, desto fündiger wird man. Deswegen auch die Tiefenbohrung der Russen mit Erfolg gegenüber den Flachbohrungen der Amerikaner. Flachbohrungen sind natürlich wesentlich billiger. Ist der Druck dann in tieferen Ebenen größer und es füllt sich dadurch schneller wieder auf? Ja, weil von unten die Kohlenwasserstoffe ja den nachkommen, und je höher das wird, da wird auch, kann ich vielleicht auch erklären, da werden Wasserstoffe
der Wasserstoff wird da verloren und je höher man kommt, denn die Kaskade, die da reinkommt, die ist in den Perioden. Es hat jetzt ein Feld gegeben, ein sehr großes Feld in Russland, da war eines der größten Felder überhaupt, war 20 Jahre lang Wasser. 20 Jahre lang hat man den Wasser gefördert und nach 20 Jahren kam einmal jetzt, war auch im Dreisat im Fernsehen ganz groß, jetzt vor 3 Jahren oder wann das war, einmal unendlich viel Öl wieder in diesem Lager drin. Das hat er sich wieder praktisch neu regeneriert. Mhm. Also das können Sie mit der Fossiltheorie gar nicht erklären. Aber wenn das die Öle von unten kommen und dann kaskadenförmig sozusagen aufsteigen, dann macht die ganze Sache auch Sinn. Auf Ihre Frage jetzt am Anfang zurückzukommen, welche Drücke sind denn da? Also die erste große Schicht ist so bei Druckverlust, sagt man so bei 3 bis 6 Kilometer Tiefe. Wie auch immer, man hat erst in den letzten 5 Jahren vielleicht überhaupt erstmal Versuche gemacht. Das ist ja Hochdrucktechnologie. Man muss Hochdruckversuche machen, die sind sehr teuer, hat man früher nicht gemacht. Warum hat man gesagt, da unten in der Erde ist alles heiß. Wenn es aber heiß ist, können da keine Kohlenwasserstoffe geben, die zersetzen sich. Mhm. Jetzt hat man aber, auch in Science war ein ganz großer wissenschaftlicher Bericht drüber, dass in 300 bis 600 Kilometer Tiefe, in diesem Tiefenbereich, also im oberen Erdmantel, wie man sagt, diese Kohlenwasserstoffe entstehen. Und zwar... Woher weiß man das? Da kann man ja nicht hinbohren, das ist ja viel zu tief. Ja, man hat so bestimmte, ist richtig, man kann nicht hinbohren, man hat aber auf bestimmten Funden Rückschlüsse gemacht, dass man sagt, dass, und Berechnungen gemacht, thermodynamische Berechnungen, dass man sagt, also bei bis zu 2000 Grad, bei entsprechenden Drücken entsteht, und das ist jetzt die Frage auch mit den Temperaturen zum Beispiel da unten, da haben wir früher gesagt, Methan zersetzt bei 600 Grad. Also da unten sind, die erreicht man aber schon in 2 Kilometern Tiefe oder 3 Kilometern Tiefe. Mhm. Also kann da unten ja gar kein Erdöl sein. Mhm. So, man hat aber durch die neuen Berechnungen jetzt festgestellt, dass Kohlenwasserstoffe noch bei 2000 Grad Celsius beständig sind, wenn die entsprechenden Drücke da herrschen. Und das hat man rechnerisch und auch jetzt im Labor quasi nachgemacht, dass das möglich ist. Also dort unten gibt es Wasserstoff, Universum besteht aus Wasserstoff und einer der häufigsten Elemente ist eben der Kohlenstoff. Und bringt man das in bestimmten Temperaturen und Druckverhältnissen zusammen, entsteht daraus unten in der oberen Erdkruste ganz einfach Methan. Mhm. Weil ganz einfach ist jetzt auch eine Sache, aber die Bedingungen müssen eben stimmen. Mhm. Um das nochmal kurz anzuführen, wenn Methan nach oben kommt, dann entsteht dann daraus irgendwann mal Erdöl, weil man hat nachgewiesen, dass unter bestimmten Bedingungen, Druck und Hitze, Erdöl chemisch gesehen aus Methan ausfällt. Also es wird praktisch sozusagen, sag mal, wie Ruß entsteht oder so, praktisch chemisch ausgefällt. Und so entsteht eigentlich in der Nähe der Oberfläche oder auch in den ganzen Sedimentbereichen, entsteht nachher unter bestimmten Druckverhältnissen entstehen nachher Erdöl. Also Ursprung ist Gas. Und dann gibt es diese Ablagerungen im Gas, die Ausfällungen und das ist dann das Erdöl. Nicht andersrum, dass aus dem Erdöl das Gas entweicht, sondern andersrum. Das ist die Grundvoraussetzung ist für alles Methan. Methan ist der einfachste Kohlenwasserstoff und daraus entstehen dann die anderen unter bestimmten Umständen auch die anderen Kohlenwasserstoffe. Mhm. Das kann man heute, das wusste man bis vor wenigen Jahren, sagen wir mal, bis vor 10, 15 Jahren eigentlich, hat man das alles für unmöglich gehalten. Ist aber jetzt nachgewiesen. Das bedeutet aber auch, dass die Erde natürlich in den Bereichen bei 300 bis 600 Kilometer, also ich habe es gelernt, Sie auch, die Erde ist da heiß und da bohrt man rein, ist je immer heiß, Magma. Je tiefer desto heißer wird es, desto flüssiger. Ja, das stimmt aber nur bis zu einer gewissen Tiefe und dann hört das auf. Es sind von der Harvard-Universität, hat man so dreidimensionale Bilder gemacht, ich habe die zu Hause, dann sind schon in 550 Kilometer Tiefe, es gibt es kaum noch heiße, nur noch ganz wenige warme Bereiche. Das heißt, die Erde ist in diesem ganzen Bereich nur nesterförmig aufgeschmolzen, aber nicht insgesamt. Ich habe das noch gelernt, das ist alles flüssig. Und dann habe ich mal mit einem Geologen, hat er gesagt, nee, weil ich ja inzwischen auch wusste, aber da ist ja alles kalt unten, das ist kaltes Material. Also nur der Erdkern soll heiß sein, heute noch, nach heutiger Wissenschaft. Und schon auf dem Erdkern lagert eine sogenannte D2-Schicht, die ist so, weiß ich, 200 Kilometer dick. Die umlagert den Erdkern, und das ist ein Widerspruch in der Geowissenschaft, keiner kann das wirklich erklären, dieses Material ist schon kalt. Erklärung, offiziell, Erdkruste ist langsam darunter getropft und hat sich unten am äußeren Rand abgelagert. Da habe ich mal drüber geschrieben, ich sage, das ist ja sowas von
ich sag mal, wirklich lächerlich. Das kann ich, das geht ja gar nicht. Vor allen Dingen. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber das kommt mir ein bisschen seltsam vor, die Erklärung. Ja, ja. Aber ich habe das in dem Fachbuch extra rausgeschrieben. Mhm. Das war die Erklärung für die D2-Schicht, für die kühle Schicht in ein paar tausend Kilometer Tiefe. Wie kommt das kalte Material auf einen angeblich glutheißen Kern? Also das sind schon so Sachen. Also wir wollen vielleicht, ist ein interessantes Kapitel, habe ich auch in meinem Buch hier, der Energieirrtum, näher beschrieben. Aber wichtig ist nur zu wissen, dass der Erdmantel, der Obererdmantel, noch heute ja Stand der Forschung eben oder des Wissens, kühl ist. Genauso kühl wie Kometen. Wenn Komet heiß gewesen wäre, irgendwann mal in den 6 Milliarden Jahren oder wie alt die auch immer sein sollen, dann wäre ja das Methan ausgetrieben worden. Die leichten Stoffe wären ja durch die Hitze ausgetrieben worden. Und das ist aber nicht passiert, sondern das ist ein Niedertemperatur-Material, was da Kondensat, was da immer existiert hat, war, ist niemals Aids gewesen. Und genauso wird das sicherlich auch, etwas kontrovers jetzt, aber man müsste darüber nachdenken, intensiver, ist das bei der Erde im Grunde auch gewesen. Nur so kann ja noch Kohlenwasserstoffe geben. Wenn die Erde komplett mal heiß gewesen wäre, dann wären ja die ganzen Kohlenwasserstoffe ausgetrieben, auf einen gleichen energetischen Zustand gebracht worden. Das hieße, es bleibt nur noch die Fossiltheorie übrig. Die abiogene Theorie bedingt, dass da unten die Erde niemals komplett aufgeschmolzen war. Also in meiner Jugendzeit in der Schule noch hieß es ja, die Erde ist total geschmolzen gewesen und wie so ein Bratapfel, dann runzelt das und die entstehen die Gebirge da drauf, hat man mir in der Schule noch erzählt. Das sagt man ja heute nicht mehr. Heute ist die Erde denn eben doch kälter und wir werden sehen, dass die vielleicht mal noch kälter dargestellt wird. Das bringt mich jetzt auf eine ganze Menge von Folgefragen. Das eine ist natürlich das mit den Wissenschaftlern. Wir haben es vorhin kurz mal darüber gesprochen, dass die Wissenschaft der aktuelle Stand des Irrtums ist. Warum haben denn Ihre Kollegen Wissenschaftler so große Probleme mit diesen neuen Erkenntnissen, dass wenn jetzt etwas kommt, was das alte Weltbild in Frage stellt oder quasi revidiert. Warum halten die so fest an diesem alten Wissen? Ist es die Angst, dass man auf dem Holzweg war oder ist es das eigene Ego, was das verhindert? Was glauben Sie, was da der Hauptgrund ist? Ja gut, erstmal ist natürlich immer die wirtschaftliche Variante, also auch äußerer Druck im Grunde der Wirtschaft und politische Zwänge damals gehen. Aber andererseits wird sich auch keiner hinstellen wollen und sagen, ich habe mich 50 Jahre lang geirrt. Also wir haben ja jetzt gesagt, das ist so und mehr einmal ist es alles ganz anders. Ich meine, Sie können ja jedes Fachbuch über Geologie eigentlich fast wegwerfen. Die ganzen Bibliotheken sind eigentlich alles, was über Kohlenwasserstoffe und solche Sachen da steht, ist so falsch, wie es falsch ist, sag ich jetzt mal. Wir müssen ja alles neu machen, alles neu diskutieren. Das ist ja nicht nur bei diesem Thema so, sondern Sie haben ja auch andere Themen angeschnitten. Evolutionstheorie in Anführungszeichen ist eigentlich auch schon lange widerlegt, aber trotzdem wird es weiter gelehrt. Ist das so eine Mischung aus wirtschaftlichen Zwängen, Ego und Besitzstandswahrung? Was glauben Sie da? Ja, muss ja sein. Wer sagt gerne, ich habe mich mein Lebtag lang oder habe 40 Jahre lang vielleicht Vorlesungen gehalten oder irgendwas und die haben mich immer vertan und habe Bücher geschrieben und werde dafür gefeiert vielleicht. Und sage, das ist jetzt alles nicht der Fall. Ne? Ich habe manchmal in Amerika, ist manchmal ein bisschen offener, wenn ich da diskutiere, dann sagen die, ja, nach unserem jetzigen Kenntnisstand. Das finde ich schon mal gut, wenn einer sagt, nach meinem jetzigen Kenntnisstand. Ja. Wieso soll ich nicht sagen, da haben wir uns eben, es ist ja, die ganzen Forschungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, hat man ja vor 20, 30 Jahren noch gar nicht gekannt. Also man müsste deswegen auch ganz andere Erkenntnisse bringen und es ist auch wichtig, für die Zukunftsbewältigung. Wenn ich jetzt das Erdöl nur unnötig teuer mache und wir haben genug Erdgas und Erdöl, dann ist die Zukunftsbewältigung auch, wie teuer ist überhaupt unsere Energie und so weiter, kann ich ja auch neu bestimmen. Ja. Wer möchte das denn? Unsere Regierung, ja, wenn ich 75% oder wie viel auch immer an der Tankstelle bezahle ich an Steuern. Ja. Ich war gerade in Amerika, da kostet Benzin die Hälfte wie hier. Im Heizungskeller an der Steckdose überall bezahlen wir Steuern ohne Ende. Ist ja nicht die Energie, die so teuer ist. Die kann ich ja für ein paar Cent kann ich die ja erzeugen. Aber das Rest sind ja nur Gebühren und Steuern da drauf. Venezuela ist es, glaube ich, $1 das Barrel? Ja, also die tanken für einen ganzen, das ganze Auto wird für $1-2 vollgemacht mit Sprit. Aber gucken Sie mal, auch jetzt auch egal, wo jetzt auch mit Klima gemacht, über Klima geredet wird und so, ist auch ein Thema für sich, wollen wir jetzt mal nicht anschneiden, aber alles beruht auf diese Fossiltheorie. Ne? Wir müssen ja auch abschalten irgendwann, wenn ich jetzt sage, dass wir brauchen gar nichts abschalten, so, denn fällt ja
etliches in sich zusammen. Und, aber zum Wohle der Bürger, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, weil wir haben dann einmal Energie, die wir nicht künstlich reduzieren müssen, sondern es wird genug Energie. Man muss nur an bestimmten Stellen bohren. Ja. Die Russen wissen das. Es ist nicht so, dass wir hier bohren und auch ist Erdöl. Sondern Erdöl ist da, wo Brüche in der Erdkruste sind. Und auch durch diese Brüche kommt es ganz schnell hoch. Deswegen sind immer an diesen Verwerfungen, wie Sie am Anfang sagten, kontinentalen Platten, wo Verwerfungen sind, wo Risse sind, da entlang sind meistens die Bohrtürme. Okay. Und da kommt es schneller hoch. Wenn eine zu Platte da ist, dann kommt es nicht hoch, sondern sammelt sich von unten an. Und das wissen die Russen zum Beispiel auch. Die haben dann solche, wo so eine Verschlusskappen sind, so auf, sagen wir mal, in 3.000, 4.000, 5.000 Meter Tiefe, sind so Verschlussklappen. Und wenn da drunter sammelt sich das Erdöl praktisch oder das Erdgas an. Genauso unter dem Permafrostboden Sibiriens. Warum ist da Erdgas? Weil unter dem Permafrost sammelt sich ständig Erdgas an. Wenn man Löcher hat, kann man hier oben einfach anzünden und kochen da. Ja. Das ist da drunter. Dann könnte man auch erklären, warum das, das Eis überhaupt in Sibirien entstanden ist. Das hat auch mit Methan zu tun. Aber man, da unter dieser Verschlusskappe, Verschlusskappe, also das Eis, ist Methan. Und das sammelt sich immer wieder an. Es gibt auch, wie gesagt, aus Felsen, aus Böden, die dann Verschlusskappen sind. Die Russen wissen das. Und das hat man bei uns lange nicht beachtet oder immer noch nicht beachtet. Was heißt denn diese ganze neue Erkenntnis dann für die ganze geopolitische Situation auf der Welt? Also wir haben einen gewissen Machtblock, sprich Amerika, deren Machtstrukturen basieren auf dem Petrodollar, sprich das Geld ist ans Öl gekoppelt. Wenn jetzt diese Erkenntnis mal so richtig Fahrt aufnimmt und immer mehr Menschen das auch verstehen und auch kein politischer Druck mehr dagegen besteht. Was glauben Sie, wie sich das ganze weltpolitische Gefüge verändern würde, wenn das Allgemeingut wird, dieses Wissen? Also weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie sich das ändern würde. Jedenfalls wäre es so, dass die Länder unabhängiger sind und und nicht mehr zum Beispiel von den USA von so einseitig beherrscht werden können im Grunde. Also oder Einflussnahme genommen werden. Deswegen die Amerikaner sprechen ja immer von Regionalmacht Russland. Ich bin nicht, also im Prinzip nicht für Russland, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so von den Russen zu sprechen und die so klein zu machen im Grunde, das ist im Grunde nicht richtig. Müsste doch eher eine Partnerschaft sein. Aber als weltgrößter Ölproduzent sind die Russen natürlich weit vorne. Also im Grunde führen wir schon da im Augenblick so eine Art kalten Krieg. Amerikaner gegen die Russen, also der alte kalte Krieg von früher, der wird auf dieser Basis eigentlich weitergeführt. Das kann für uns nicht gut sein. Also für die Bevölkerung, für die Länder wäre es wohl besser, wenn wir das doch mehr aufbrechen. Partnerschaftlich aufbrechen würden das Ganze. Das denke ich schon. Aber ob das kommt, das wage ich noch. G7 plus 1 waren wir doch schon mal so weit. G8 wäre doch wieder toll. Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist ein weites Thema. Ich glaube, das können wir gar nicht alles, auch wenn wir es wollen, alles ansprechen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie da waren heute. Viel Erfolg weiterhin mit Ihren Büchern und dass Sie so ein unbequemer Geist bleiben, auch vor allem. Das wünsche ich mir. Darf ich noch ein Thema? Ja, bitte. Ein Thema möchte ich noch gerne, weil einen Beweis gibt es immer. Für die Fossiltheorie spricht, dass da Mikroorganismen drin gefunden werden. Ah ja, das habe ich auch gelesen. Gestern. So, und das, wenn man jemanden fragt, dann wird immer einer sagen, da finden wir Mikroorganismen drin, das sind Tote und das ist eben der Beweis dafür, dass die Umwandlung doch irgendwie stattgefunden hat, wie auch immer. Das hat ja im Prinzip noch keiner im Labor aus Mikroorganismen Öl gemacht. Das gibt es nicht. Aber die Russen haben eben anorganisch, also abiogen im Labor Erdöl doch hergestellt aus Methan und so weiter. So, es ist so, ich war auf den Erdölfeldern von Texas. Und dann bohrten die da. Und dann kam man zu einer Bohrstelle, da hatten die Gestänge rausgeholt und die lagen da, der Öl lag da rum. Da sah ich zu denen, ich sage, was macht ihr denn? Sagt der, unser Rohr ist verstopft, da unten, in 3 Kilometer Tiefe. Die bohren so normalerweise da in Texas so 3,5 Kilometer von der Preislage. So, und dann sage ich, ja, was ist denn da? Ja, sagt er, da unten sind die ganzen Mikroorganismen drin. Sagt er, je mehr und je besser das, also je besser chemisch, also das höherwertige das Öl ist, desto mehr Organismen sind da drin. Ach. Und dann verstopfen die Rohre und dann haben die ein Problem. Westliche Firmen beobachten das gar nicht, sondern denen ist das viel zu teuer. Die nehmen das Rohr, lassen die in der Erde stecken und machen irgendwo ein neues Rohr erstmal hin. So wird in westlichen
Ländern eigentlich gehandelt. Die Russen wissen das auch, dass da unten Mikroorganismen drin sind. Und zwar je mehr, desto besser ist das Öl. Man hat das auch lange nicht gewusst und vor kurzer Zeit hat man mehrere Versuche gemacht, indem man runtergebohrt hat und hat da unten eine Probe entnommen aus dem Öl in einem Druckbehälter und hat die nach oben geführt. Und dann hat man festgestellt, da sind ja lebende Organismen drin. Und da waren Organismen drin, die man noch nie gesehen und gehört hat, keiner noch nie beschrieben hat. Ganz neue Organismen. Das heißt, wenn ich jetzt das Öl aus 3, 4, 5 Kilometer Tiefe hochpumpe, durch den Druckunterschied von unten nach oben, sterben diese Organismen ab. Und wenn die den starken Druck gewöhnt sind. Weil die den starken Druck gewöhnt sind. Diese Druckentspannung können die dann zerplatzen. Die. Und dann sind im Erdöl oben sind Mikroorganismen drin. Und die gelten als Beweis dafür, dass das mal fossil war. Aber es ist andersrum. Es ist andersrum, weil da unten leben die. Ich habe das selber auf den Texas-Feldern mitgemacht. Und ein großes Rätsel ist ja auch, warum bei Tankerunglücken oder wie letztens da im Golf von Mexiko, wo die da auch eine große Havarie war, Erdöl ausgetreten ist, warum das Erdöl mehr einmal weg ist. Ich war in Florida, da haben die in den Zeitungen geschrieben, das Öl kommt jetzt runter an der Küste rum und geht bis nach Europa, wird das mit dem Meer sozusagen, schwimmt das da mit. Was war nachher? An der Stelle, wo da die Havarie war, dann war ein bisschen da in Louisiana, da war ein bisschen Öl. Das hat man immer wieder dieselben Bilder in den Zeitungen gesehen, aber es ist niemals rumgekommen. Der Fleck wurde immer kleiner, obwohl mehr Öl kam. Was ist das? Die Rätsellösung. Das hat schon das Deutsche Wissenschaftliche Institut im Irakkrieg festgestellt. Die haben gesagt, wenn Öl austritt, dann kommen nachts diese Bakterien, das sind anaerobe Bakterien, die sterben eigentlich, wenn die Luft kriegen, sozusagen Sauerstoff kriegen, viele sterben die ab. Die leben von dem Erdöl und nachts, wenn das Wasser relativ sauerstoffarm ist, dann kommen die nachts an die Oberfläche nach oben, fressen das Öl auf und tagsüber sinken die wieder ab und kommen immer die nachts hoch und fressen das auf. Okay. Halt wissenschaftlich festgestellt, damals im Irakkrieg. Und dann sagt man bei westlichen, wenn jetzt einer darüber diskutiert, offiziell hier bei uns, dann wird gesagt, ja, erstens warum, zweitens warum, drittens, naja, auch Bakterien, sagt man immer so. Aha. Aber der Bakterien ist der Hauptentsorger sozusagen vom Öl. Die leben davon, die fressen das auf. Okay. Und die meisten Schäden kommen bei diesen Sachen, wenn die Erdölfirmen das Erdöl mit Chemie sozusagen wegnehmen wollen, dann verklumpt dieses Öl in kleine Klumpen. Und das setzt sich in kleinen Klumpen auf dem Meeresgrund ab und schädigt die ganze Umwelt. Diese Chemie, die die Amerikaner auch zum Beispiel und andere auch einsetzen, um das praktisch chemisch zu binden, das ist der größte Fehler, der überhaupt gemacht wird. Diese Bakterien leben da unten. Alles und deswegen ist auch dieser viel zitierte Beweis, dass die Mikroorganismen eben für die Fossiltheorie sprechen, eigentlich falsch. Mikroorganismen leben von dem Öl dort unten. Also nochmal ein Beweis dafür, dass das alles Quatsch ist, was wir bisher gelernt haben. Ja. Ja, danke für die Infos noch zusätzlich. Ja, und wie gesagt, bleiben Sie so, wie Sie sind. Und wir haben noch viel zu sprechen. Vielleicht kommen Sie zu mir in die Sendung auch noch. Ja. Alles Gute Ihnen. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, und nochmal der Hinweis, der Energieirrtum von Hans-Joachim Zimmer und natürlich auch der Hinweis an dieser Stelle für die Homepage des Raum- und Zeitverlags, die Sie hier eingeblendet sehen. Wenn Sie wollen, können Sie auch auf raumundzeit.com gehen. Das ist das Media-Online-Archiv. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gerne mal ein Probeexemplar bestellen. Dann haben Sie die Raum und Zeit auch mal faktisch in der Hand. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Und zwar ist das der Raum und Zeit Studio Talk. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön.